Hallo, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Montag, der 23. März. Wir haben 15:37 Uhr und ich möchte mit euch die Wirecard einmal anschauen. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets, auf dem Trading Tool, was man auf deren Homepage finden kann. Ein sehr schönes Tool. Und vor euch liegt der Chart, ein 5-Jahres-Chart vom 30.01.2015. Es ist definitiv einer der interessantesten Charts, die wir also hier an Deutschlands Börsen haben. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, dass wir das besser sehen können. Ich vertrete die Auffassung, dass vorab, wir haben hier extrem nervöse Börsen, eine erhöhte Volatilität. Innerhalb von Minuten kann hier DAX-Werte Prozente hoch oder runter springen. Und natürlich bleibt es auch nicht an der Wirecard aus. Ich bin allerdings der Auffassung, dass wir hier in diesem leicht grau schraffierten Bereich zwischen der 77 und der 80 eine insgesamt recht gute Unterstützung gefunden haben. Zum einen ist sie schon seit 2017, seit dem November dargestellt. Wir haben also hier verschiedene Bereiche. Das ist hier vom Anfang Oktober bis Ende November 2017. Das gefällt mir recht gut. Wir haben die dann nochmal bestätigt, sind ja davon richtig schön abgefedert und machen jetzt einen Back-to-Breakout und gehen runter auf die 80. Ich meine, waren sogar mal ganz kleines bisschen unter der 80. Von den technischen Indikatoren sieht die Wirecard fast genauso aus wie jede andere, zumindest DAX-Aktie. Ja, die gleitenden Durchschnitte drehen nach unten. Allerdings die Bollinger Bänder, ich muss das mir ein bisschen zusammenfahren, haben das der Bewegung entgegengesetzte Band, das obere, hat die Richtung geändert. Vor diesem Hintergrund bildet sich jetzt hier auch meiner Meinung nach so eine Art kleiner Boden, der so lange gilt, wie die 80 mit Schlusskurs erhalten bleiben. Sollte der Wert, und damit meine ich jetzt nicht 79,90, sondern so im Bereich 75 gehen mit dem Schlusskurs, ist meine Meinung falsch. Allerdings gehe ich davon aus, dass wir von dem Hintergrund einer leicht steigenden Stochastik, aber auch vom MACD her überall Kaufsignale bekommen. Vor diesem Hintergrund bin ich grundsätzlich leicht positiv für den Wert und rechne eher mit einer Korrektur, die durchaus bis zur 20-Tage-Linie führen kann. Die 20-Tage-Linie verliert recht heftig jeden Tag und sollte jeden Tag neu überprüft werden. Ich habe mir mal die Optionen angeschaut und möchte mal mit euch diese Optionen durchgehen. Durch einen Klick auf den Wert komme ich auf die Box und es geht hier nur um die K.O.-Produkte. Ich bin der Meinung, ich mache mal den Chart wieder ein bisschen zurück, man darf nicht zu nah dran sein, aber 60 ist nach meinem Dafürhalten auch zu weit weg. Aber eine Option, die um die 70 steht, sowas hier, 69,5er, mit momentan einem Hebel von 5,08, der ändert sich natürlich stündlich bei diesen Kursen hier, das scheint mir dann doch eine ganz interessante Option zu sein. Das ist die Kennnummer HU9TMJ. HU9TMJ von der UniCredit ein Call. Und bei dem Putz möchte ich den gerne setzen hinter die 20-Tage-Linie. Ich hole mal den Chart wieder ein bisschen näher ran. So, hole ich noch ein bisschen näher. Den möchte ich eigentlich hinter die 20-Tage-Linie setzen, das heißt hinter die 103. Ich drücke hier auf Short. Und da komme ich sogar schon gleich direkt ziemlich gut hin. Das ist eine Basis 104. Da lege ich noch hier etwas, also ein bisschen hinter der 20-Tage-Linie. Ebenfalls ein Hebel von 5. Ich runde leicht. Das wäre hier die Kennnummer HZ8E3G. HZ8E3G. Ich selbst vertrete die Ansicht, dass der Wert eher mal, genauso wie der Gesamtmarkt, wie der DAX, eher mal eine Korrekturphase einläuten könnte. Irgendwann reizt im Markt. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier für die Wirecard gleich wieder auf 140 steigen. Das heißt es nicht, aber zumindest sollte hier unten ein Boden gefunden werden, was eher dem Wert mehr Chance oder mehr Potenzial als Risiko gibt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.